Hallo und ein herzlich willkommen hier in Dortmund auf der Strobelallee. Der BVB hat eingeladen zur Saisoneröffnung und ein bunt gemixtes Programm wird hier geboten. Sport, Show, Unterhaltung, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache am heutigen Tag und es sind schon sehr viele Besucher hier. Schauen Sie doch mal mit uns, was es hier alles zu erleben gab. Guido Schnittka, also ich sehe, hier ist auch richtig was los. Hier kann man sich sogar fotografieren lassen mit dem DFB-Pokal, mit der Meisterschale. Ja, es läuft, glaube ich, ganz gut hier. Ja, wir können es hier nicht beschweren. Der Andrang ist recht groß. Gemeinschaftsaktion vom Borussia-Team und der Fan- und Förderabteilung, dass wir den Leuten auch mal ein bisschen was bieten können, dass sie nicht ganz ohne Erinnerung hier wegkommen. Was wird denn hier alles so geboten? Ich sehe also, es gibt viele Infos und natürlich tolle T-Shirts auch. Ja gut, wir haben unsere eigene Kollektion von der Fan- und Förderabteilung, die wir hier anbieten. Also Spezialdesign zu wirklich fairen Preisen. Das ist schon Tradition hier bei uns, immer zur Saisoneröffnung. Allerdings gibt es die Artikel natürlich auch vor jedem Heimspiel an unseren Infoständen. Ja, da drüben ist das Borussia-Team, das macht eine Malaktion für Kinder und eben diese Fotoaktion mit Meisterschale und Pokal. Ist es denn der echte Pokal und die echte Meisterschale oder ist es eine, naja? Nein, also die echten sind hier vorne ausgestellt, die wollte man uns dann doch nicht anvertrauen. Nein, das sind eben Stücke vom Borussia, das sind die Kopien, die man sich ja machen darf. Aber das ist schon die ganz neue Kopie mit dem aktuellen Datum, kostet immerhin auch, habe ich vorhin gehört, 28.000 Euro. Also ist auch nicht gerade günstig, was die Leute da in der Hand halten. Gibt es Fans, die besondere Fragen auch manchmal haben, ob man das und das bekommen kann? Zum Beispiel eine Kopie so einer Meisterschale. Oh, ist das nicht meine Baustelle? Wir müssen vielleicht gleich mal die Kollegen drüben fragen. Aber wie ich gerade sagte, wenn so ein Ding 28.000 Euro kostet, welcher Privatmann lässt sich sowas mal eben nachmachen? Ein echter BVB-Fan? Das kann natürlich sein, wenn jemand ein großes Sparbuch hat oder ein dickes Portemonnaie, aber ich habe persönlich diese Frage noch nicht gehört. Meine, dafür gibt es ja wirklich diese günstigen aus Kunststoff für ein paar Euro im Fanshop. Alles klar, weil wir alle sind am Borsigplatz geboren. Verschiedene Bühnen sind hier aufgebaut, natürlich beim großen Tag des BVB hier auf der Strobelallee, liebe Zuschauer. Unter anderem gerade hier auf der Bühne Andy Schade und er singt natürlich einen Titel, den viele BVB-Fans auswendig mitsingen können, am Borsigplatz geboren. Wir blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt erst recht. Gemeinsam durch das Tränental, geschlossen Hand in Hand uns. Am Ende der dunklen Gasse erstarrt die gelbe Wand. Borussia Dortmund, 100.000 Freunde, ein Verein. Die Menschen im Schwarz und Gelben Ruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein. Ja, liebe Zuschauer, ich habe gerade Frank Neuenfels getroffen. Er ist hier auch natürlich beim großen BVB-Familientag dabei. Frank, was für einen Bezug hast du denn eigentlich als echter Dortmunder zum BVB? Ja genau, also ich meine, als gebürtiger Dortmunder kriegst du ja den Virus Schwarz-Gelb schon mit. Keine anderen Farben werden dazugelassen. Von daher, ich war mit 5 zum ersten Mal im Stadion gegen Waldhof Mannheim. 1:1 ging das damals aus. Aber den Zauber, den verlierst du nie, was die Menschen und das Stadion und der Verein auslöst. Wie siehst du den heutigen Tag? Man sieht hier wirklich viele, viele Familien, trotz, würde ich sagen, fast 40 Grad. Ja, es ist bewundernswert und daran siehst du auch, wie diese Menschen hier den Club nicht nur lieben, sondern für sich als Religion empfinden. Ich glaube, es könnten 70, 80 Grad sein. Die Menschen würden auch hier zur Strobelallee kommen und den Familientag feiern. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser kleinen gelb-schwarzen Familie sein zu dürfen. Was wird der BVB denn in der neuen Saison uns präsentieren? Wieder ein Meistertitel, ein Pokaltitel oder vielleicht ein Champions-Titel? Das ist sehr hochgegriffen, Uwe. Das ist schwierig zu beantworten. Also erstmal werden wir, glaube ich, die Dortmunder alle froh, wenn wir die Gruppenphase erreichen würden. Also darüber hinaus in der Champions League. Das wäre, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Wenn es dann denn doch zur Meisterschaft und vielleicht zum Triple reicht. Also ich prophezeie, lieber Uwe, wenn wir das Triple holen, dann muss Dortmund neu aufgebaut werden. Dann ist die Stadt nicht mehr zu bremsen. Wir werden dich gleich auch noch live hier erleben können, hier natürlich beim BVB-Familientag. Für dich auch was Besonderes heute? Ja, immer. Jeder Auftritt in Dortmund ist was ganz Besonderes. Ich trete viel zu selten in dieser schönen Stadt auf, aber freue mich gleich sehr, auf der Kinderlachenbühne stehen zu dürfen und 3, 4 meiner Lieder singen zu dürfen. Das wird ein schönes Event.
Und das werden wir uns jetzt anschauen. Frank, begib dich Richtung Bühne. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja, die Tage irgendwo. Auf Danke jeden schön, Fall. Viele Grüße. Hi du. Und nun kommt für euch Frank Neunfels mit ein paar schönen Eindrücken. Natürlich hier vom großen BVB-Familientag. Denn unsere Kamerateams sind also hier ja, weiterhin unterwegs. Dieser Frau lauf ich schon so lang hinterher. Wo denn ich will und brauch von mir noch so viel mehr als bisher. Ich muss zu ihr hin, setz mich in meinen Wagen und werde sie einfach fragen: Hast du ja Zeit, denn eines wünsch ich mir nur einen langen Tanz mit dir. Hey du, die Nacht ist noch lang nicht vorbei, wir machen was wir lieben. Großer Andrang natürlich jetzt hier am Signal Iduna Park. Die große BVB-Autogrammstunde hat begonnen und alle BVB-Spieler sind fast da, um hier reichlich Autogramme zu geben. Und man sieht also, die Kids und auch die Erwachsenen haben Spaß, denn sie haben viele ja, Sachen mitgebracht, um es mal so zu formulieren, wo natürlich die BVB-Spieler drauf unterschreiben sollen. Herr Kehl, zwei Sätze vielleicht zum BVB-Familientag? Ja, wir sind jetzt an der Autogrampe angekommen. Wahnsinnig gute Stimmung, sehr, sehr viele Leute unterwegs und das Wetter passt perfekt, also demnach optimale Voraussetzung für einen tollen Tag. Herr Lüscher, man muss sagen, die Mannschaft sieht so richtig fit aus. Wann seid ihr denn aus Bremen zurückgekommen? Ja, wir waren gestern Abend so circa 9 Uhr wieder in Brakel an unserem Trainingszentrum. Insofern hatten die Jungs auch genügend Zeit, sich auszuruhen, haben am Morgen schon wieder trainiert, sind fit und freuen sich auf diesen Tag heute. Ich denke mal, das ist auch wieder was ganz Besonderes für den BVB, für die Mannschaft hier, ganz bürgernah. Und der Familientag, muss man sagen, wird ja hervorragend angenommen. Ja, das gehört dazu. Die Spieler freuen sich auch darauf, den Kontakt zu den Fans direkt zu haben. Und das haben die Fans auch verdient vor der Saison. Das ist die richtige Einstimmung schon auf Freitag, auf unser erstes Spiel. Sind denn alle Spieler hier an Bord? Ja gut, Sven Bender fehlt wegen der Operation, die er über sich ergehen lassen musste. Aber alle anderen sind vor Ort selbstverständlich und man sieht ja auch, hier ist ein großer Andrang. Wie geht es denn weiter, wenn nachher die Autogrammstunde beendet ist? Was wird die Mannschaft heute noch machen oder geht es so ein bisschen jetzt, sagen wir mal, zur Ruhe? Das war ja sicherlich auch gestern ein anstrengender Tag. Also der Tag war ganz normal gestern, natürlich auch anstrengend in Anbetracht der warmen Temperaturen. Aber nach dem Autogrammeschreiben haben wir noch eine Präsentation der Mannschaft hier auf der Bühne, hier auf dem Stadionvorplatz. Dann geht es nachher zurück zum Trainingsgelände nach Brakel. Ja, und dann klingt der Tag aus und morgen ist ein freier Tag. Da können die Jungs nochmal richtig ausspannen und dann geht es am Dienstag in die entscheidende Vorbereitungsphase für das Spiel am Freitag. Was für ein Gefühl haben Sie denn, wenn ich so an den Freitag denke? Also mein Traum wäre ja so ein 3:0. Ja, ich muss sagen, ich gehöre ja auch so zu den Urgesteinen dieses Clubs und ich kann mich auch gut an den 24. August 1963 erinnern, wo Borussia Dortmund in die Bundesliga gestartet ist in Bremen und jetzt quasi wieder an einem 24. August wieder gegen Werder Bremen. Damals ging es ja 2:3 aus. Ich gehe mal davon aus, die Bremer haben eine sehr gute Mannschaft, aber dass wir natürlich die 3 Punkte hier behalten werden. Kommen wir noch mal ganz kurz auf das DFB-Pokal zu sprechen zu kommen. Wenn man gesehen hat, wie viele Dortmunder Fans eigentlich unsere Borussia begleitet haben, dann kann man ja richtig stolz sein. Also das Bremer Weserstadion war ja wirklich in schwarz-gelber Hand. Ja, das war uns natürlich sehr gelegen gekommen, dass wir das Spiel dort austragen durften. Und für unsere Fans war es dann auch entsprechend gut, sich entsprechend mit den Karten einzudecken. Das ist ja überhaupt die Geschichte auch in der Bundesliga. Wir freuen uns ja über jeden Club, der ein relativ großes Stadion hat, damit auch viele Fans uns begleiten können. Also insofern ist es schön, wenn wir von vielen Fans begleitet werden. Wir wissen, wie treu die Herrschaften sind und das soll auch weiterhin so bleiben. Ich als BVB-Fan tippe natürlich, dass wir ganz oben wieder mitspielen werden. Was können Sie mir sagen, um mich aufzumuntern und sagen, Mensch, der BVB-Fan hat recht? Also ich würde dem BVB-Fan in jeder Hinsicht recht geben, aber unser Trainer und die Mannschaft wissen genau, wie schwer jede Saison ist und jedes Spiel ist. Aber wir können jedes Spiel gut bestreiten, das haben wir in den letzten beiden Jahren bewiesen. Und ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr dann eine ganz gute Rolle spielen werden.
Hier im Rote-Erde-Stadion fühlen sich besonders die Kids wohl. Denn hier gibt es viele Attraktionen für den Nachwuchs. Und da hat sich der BVB und die Fanabteilung und alle, die mit der Organisation was zu tun hatten, doch eine tolle Sache einfallen lassen. Kennt ihr den Text? Jetzt am Tag im wünscht man sich Unendlichkeit an Tagen wie diese, haben wir noch ewig Zeit, wünsch ich mir Unendlichkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute, wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute, hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns fallen, wir tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. 3, 4, an Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, Norbert Dickel, unser Stadionsprecher hier in Dortmund, ist natürlich gut gelaunt. Norbert, DFB-Pokal gestern Abend, denke ich mal, wird dein Herz richtig gelacht haben wieder. Ja, ich war in Bremen. Ich denke, bei gefühlten 40 Grad hat unsere Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt. Hätten noch ein paar Tore mehr schießen können, aber das Ergebnis war ja in keiner Situation des Spiels gefährdet. Also es war alles gut. Ja, heute der große Familientag. Was machst du heute? Das sind deine Aufgaben? Ich werde gleich die Mannschaft präsentieren. Ich bin auf der einen oder anderen Bühne tätig und ja, bin auch mit meinem Currywurststand hier. Da schaue ich natürlich auch vorbei. Schmeckt sehr gut. Ich habe es ja kosten dürfen. Ja. Nein, ist alles ganz gut. Ist auch gut besucht. Also ein toller Tag. Gut, von Temperaturen ist es natürlich schon extrem, aber letztendlich ist es, glaube ich, besser so, als wenn es regnen würde. Aber das Ganze findet ja hier auf der Strobelallee das erste Mal statt. Ich glaube, die Idee ist gut. Es ist genug Platz vorhanden. Wer ist auf die Idee gekommen? Wie ist das damals organisiert worden? Ich habe mir sagen lassen, in ganz kurzer Zeit ist dieser Tag hier aufgebaut worden. Ja, man macht sich ja immer Gedanken, wo man so eine Veranstaltung stattfinden lassen kann. Und das Strobelallee-Fest ist irgendwann bei uns entstanden und dann haben wir es umgesetzt. Ich glaube, dass das auch so sehr schön ist. Es ist weitläufig, jeder kann sich präsentieren, jeder hat Platz um seine Bude, die Zuschauer haben Platz. Und von daher glaube ich, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wir es auch im nächsten Jahr wieder so machen werden. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dich auch schon freust auf Freitagabend hier gegen Bremen. Mit was für ein Gefühl fiebert man den Tag entgegen? Ja, endlich geht's wieder los. Das Schöne ist natürlich, wenn man in einer Saison am Freitag das erste Spiel hat, dann ist man in der Regel deutscher Meister geworden, außer gut, der Gegner natürlich auch. Das ist natürlich toll, da freuen wir uns drauf. Es wird ein Riesenfest hier, ein Riesenspektakel geben und gut, dass es losgeht. Norbert, ich kann mich gut erinnern, also die letzte Saison war ja traumhaft für einen Dortmunder Bürger, denn wir haben alle hier gefeiert, es war richtig toll, was wir hier erlebt haben. Was meinst du denn, haben wir eine Chance, wieder vielleicht 2 Feiern oder 3-mal hier zu machen in der kommenden Saison? Was für ein Gefühl hast du, wie stark schätzt du die Mannschaft diesmal ein? Und die Konkurrenz natürlich. Als erstes glaube ich, dass wir eine riesen Mannschaft haben, eine super Mannschaft. Das sieht man auch, wie sie spielt. Mit Marco Reus ist sie meiner Ansicht nach gerade auf dem Weg nach vorne noch stärker geworden. Der Abgang von Gingy ist natürlich schwerlichst zu kompensieren, aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Und ich glaube, die Erwartungen sollten wir nicht so hochschrauben, dass wir jetzt sagen, wir haben 2 Jahre die Meisterschaft geholt in dem Pokal, dass wir jetzt das Triple holen, sondern wir sollten da auch weiter wie in den letzten Jahren von Spiel zu Spiel denken und gucken, was am Ende rauskommt. Und in der Regel kommt was Gutes raus. Wie siehst du denn so die Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet? Gibt es da welche? Die sind auch nicht schlecht.
sind schon gut, natürlich. Wir wissen ja auch, dass es eine gute Mannschaft ist. Und, aber ich glaube, dass wir einfach vom Kader viel, viel besser besetzt sind und sie auch diesmal zweimal schlagen werden. Also wir werden vor Herne wegstehen? Definitiv. Ein weiteres Highlight natürlich hier an der Strobelallee, das ist die Präsentation der Mannschaft. Und Stadionsprecher Norbert Dickel präsentierte dann natürlich klar die Mannschaft der Saison 2012-13. Nächster Spieler trägt die Nummer 8. Herzlich willkommen, Ilkay! Nächsten Spieler sind wir froh, dass er wieder fit ist. Wir haben es in den letzten Tagen sehen können. Herzlich willkommen mit der Nummer 10, Mario! Gestern noch Torschütze, heute hier auf der Bühne unser Spieler mit der Nummer 14, Ivan! Der Nummer 24, Chris! Mit der Nummer 26, Lukas! Unser Spieler mit der Nummer 27, Philippe!